Richtig. Och, als Claudio. Moment. Er hat es genau vor dem Moment. So, ich mag dich nicht mehr. Wir mögen dich nicht mehr. Das aber mal dich nicht selber. So. Doch, das bin ich. Voll der Hübsche. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine tolle Challenge. Die hatten wir so auch schon, aber es wird Zeit heute mit ganz, ganz vielen Stiften, die wir uns extra, habe ich extra neu besorgt. Ja, weil du so gut malen kannst und ja, deswegen will ich diese Challenge auf jeden Fall nochmal machen. Und heute geht es darum, wer es besser nachmalen kann, darf es essen. Es ist eine Food Edition mit Süßigkeiten und so. Und heute geht es mal auch darum, dass wir die richtigen Farben richtig nehmen, oder? Weil und haben wir ja mal es kommt zwei hinzu, Claudio, der wieder hinter der Kamera ist, mit einem zeitlichen Limit. Für jede Runde haben wir nur 3 Minuten Zeit. Das heißt, Danja kann sich heute nicht Zeit lassen im Sinne von so, ja, ich mach mal. Ne? In 3 Minuten ist fertig und dann bewertet Claudio. Und all das, was auf dem Tisch ist, muss richtig gemalt werden. Okay? Das heißt, wenn mehrere Produkte das da sind. Du uns beiden nicht sagen. Ja, ich weiß ja nicht. Ihr versucht immer zu schummeln. Ne? Claudio, erste Runde. So sieht's aus. Wir haben einmal blau und wir haben einmal pink. Hä, hey, dann müssen wir doch echt. Mach doch nicht alles kaputt direkt! Ja, mach du halt nicht dann. Da ist doch von allem genügend da. Chill doch mal. Ja, das sehe ich. Danach dürfen wir uns keine Stifte mehr nehmen, ne? Wir ja, machen das immer vor der Runde. Und los! Hier geht's schon bei den Farben los, ne? Ich hatte mir das gerade irgendwie einfacher vorgestellt mit dieser Toilette, ne? Mir sieht's einfach rot aus. Nehmen wir das für ein blödes Pink, ey. Ich weiß noch nicht, was dabei kann werden soll, aber... Also wie gesagt, was die Farben angeht, es tut mir leid, aber... Ja, aber heute kommt es auch auf die Farben an, Claudio, ne? Du, ich entscheide, wer gewinnt. Das geht doch gar nicht. Guck mal, die sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Was ist das? Das ist doch keine Toilette. So, ich bin fertig. So, Stifte weg! Das war's. So, okay, wir drehen um. Ich bin leider nicht so gut fertig geworden. Ich bin fertig geworden. Mir fehlt der ganze Teil, den man essen kann einfach. Also ich bin zumindest komplett. Obwohl, du hast zwar 2 angefangen, aber ich glaube, trotzdem sind wir relativ gleich mit nicht fertig sein. Ja. Aber es geht ja nicht darum, fertig sein. Es geht ja darum, was doch, das ist auch. Ja, aber das doch auch, oder nicht? Ja, aber... es ist ja noch nicht mal komplett. Also ich habe es ja nachgemalt. Claudio ist komplett fertig hinter der Kamera. Ja, aber ich habe es nachgemalt, also. Ja, es geht ja trotzdem kurz. Ja, erste Runde, kommen wir haben noch ein bisschen was. Ist es schon richtig, was Kahn sagt? Es muss fertig gezeichnet werden. Von der Zeichnung her fand ich es bei Bianca am besten tatsächlich. Also es ist sehr, sehr gut getroffen. Dankeschön. Mhm, okay. Danja hat auch sehr, sehr gut auf die Details geachtet. Ja, aber... das Rennen hätten eigentlich Danja und Bianca gemacht. Aber da ich zugeben muss, dass man beides zeichnen möchte, muss ich leider Kahn den Punkt... Ja, es ist nicht so schlimm, ich esse es eben nicht so rein. Ich habe mich noch nie so über Toiletten gefreut. Schön angelutscht und dann die Sabada rein ins Klo. Wie schmeckt so die Toilette? Das ist ein Resümee. Schmeckt es öfter aus dem Klo? Ich mache es bei einem Süßigkeiten-Klo und ihr macht es bei einem echten Klo. Wo ist der Unterschied? Ja, es schmeckt genauso süß. So! Zweite Runde. Ja. Okay! So! Ja, ich muss mich jetzt mal hier beeilen. Okay, Claudio, kannst du bitte noch einmal kurz die Spielregeln erklären? Damit das auch alle jetzt wissen. In 3 Minuten müssen alle 3 Objekte, die jetzt auf dem Tisch sind, gezeichnet werden. Okay. Und bei den nächsten Runden, alles, was auf dem Tisch steht, muss gezeichnet werden. Okay, habt ihr es verstanden? 3, 2, 1 und jetzt. Waldmeister und Wassermelone würde ich natürlich ganz gerne haben. Du bist haben. Eigentlich im Vorteil, weil er die halt ständig trinkt und sie deshalb halt gut kennt. Also zeichnen kann Bianca auf jeden Fall. Ach, warte. Oh nee, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Was mache ich denn jetzt? Kann ich das hier unten aufmalen oder ist die Reihenfolge auch wichtig? Nun, mach so, wie du es richtig hältst. Claudio. Ich bewerte es nur. Wie viel? Ganz konzentriert. Wie viel Zeit? 3 Minuten. Du wirst ja doch schon wieder fertig, wenn du einfach nur irgendeinen Käse da drauf malst, ne? Nein. Nee. Ich bin voll konzentriert. Mist, ich habe blau vergessen. Wir haben alle blau vergessen. Nein. Nee, außer Bianca. Oh. Jetzt wieder? Stopp. Ey, das ist aber auch echt schwer. Ja, ist auch schwer. Also das war jetzt echt viel für die kurze Zeit, ja, muss ich sagen. Okay, so. 3, 2, 1 und... Also ich muss ja was sagen, ich finde Leiser mal gar nicht so schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht. Guck mal, außerdem, sie hat es voll falsch gemacht. Guck mal, Danja hat schon... Guck mal, wie die Objekte vor uns sind. Oh Mann, ja, ich habe doch gesagt, dass ich... Ist mir egal. Was
also ich muss in dieser Runde auch sagen, Bianca, das war gar nicht so schlecht, aber es fehlt mir hier ein bisschen, guck mal, das Rote. Bianca hat wenigstens den Strohhalm. Ja, Strohhalm, dafür habe ich die Farbe. Guck, dafür habe ich die rote Farbe. Ja, wo ist hier deine Schrift? Ja, hier habe ich die Schrift. Hier konnte ich habe auf allen die Schrift. Trotzdem. Das ist hier oben die Schrift. Also, eins steht auf jeden Fall fest, diese Person hat nicht gewonnen. Ja, es ist gut. Ich weiß, dass ich nicht arbeiten kann, wenn ich keine Zeit habe. Ja. Unabhängig wieder von der Zeichnung hätten wieder Danja und Bianca es gemacht. Moment. Aber da Danja leider die Position nicht ganz gut hinbekommen hat. Wieder Platz 3. Von der Zeichnung ist es ganz klar Bianca besser. Aber Moment, Kahn hat ein Detail sehr gut getroffen. Und zwar, wenn ihr genau hinguckt, die Abstände. Und zwar, hier sind kleine Lücken. Boah, ich soll mir das Moment, sehen. Moment. Er hat es genau vor Moment, der Nase. Moment, trotzdem kriegt Bianca den Punkt. Aber wieso? Weil es besser gezeichnet ist. Nein, das ist kein Argument. Wie heißt die Challenge? Wäre es besser mal? Ja, aber das ist, ich mache es. Nein, du musst es jetzt akkurat. Ich mache es akkurat, oder nicht? Ja, da sind mehr Details. Das hat nichts damit zu tun. Da sind mehr Details, es ist besser gezeichnet. Es tut mir leid. Ich nehme aber jetzt erstmal nur eins. Ja, aber trotzdem, das kannst ist du nicht einfach mal verlieren. Das ist nicht kannst fair. Du nicht angreifen. Nein, das ist nicht fair. Es war 51 zu 49. Und Arte, wie ist der Durstlöscher? Zu süß, ne? Ich mag eigentlich. Wie kann man Wassermelone Durstlöscher nicht lieben? Weil das verstehe ich nicht. Ich mag aber so übelst, also extrem süße Getränke halt einfach nicht. Durstlöscher, ich warte immer noch auf meinen Lebensvorrat. Claudio, lass uns helfen. Okay, wir gehen zur Runde 3. Gut. Wo soll denn der Becher diesmal sein? Das soll ja nicht vor mir sein. Lass ihn doch einfach, wir legen die Stifte hier rüber und legen den in die Mitte. So. Ja, aber dann ist er wieder direkt vor Karl. Komm, wir machen. Hier ist okay. Nächste Runde dann bei dir. Okay, diesmal geht es ja nur um ein Objekt, aber das ist ziemlich schwierig. Ab jetzt. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Warum machst du denn wieder? Ich muss abgucken. Ich merke das schon, du guckst immer ab. Klasse Herz. Oder was ist das denn? Das ist kein Herz. Mann, sei ruhig! Das ist ein Markenzeichen, was wahrscheinlich gerade... Warum fliegen die ganze Zeit meine Stifte rein? Ja, weil du deine 7 Sachen nicht... Dich hat keiner gefragt! Wen hast du denn gefragt? Ja, Bianca ist ruhig, aber ich glaube, diese Runde... Ich weiß schon, an wen die Runde geht. Ich weiß es schon. An mich. Ich habe gar nicht so viel Platz. Ich habe meins so klein gemacht. Boah, ich glaube, ich gewinne. Ich glaube, ich gewinne. Ich hab jetzt erst drauf geschaut. Bitte als erstes zeigen. Was? Was? Das sieht echt Mission. Richtig bescheiden aus, ey. Was war deine Mission? Macht ihr euch jetzt über mich lustig? Ich glaube, dann also wir sind hier in der Challenge, um uns zu unterstützen und uns nicht gegenseitig fertig zu machen. Also ich muss aber sagen, ich finde dein Sommer gar nicht so schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht. Guck mal, außerdem, sie hat es voll falsch gemacht. Ich finde Danias am schönsten. Meins ist auch nicht fehlt, so gut, aber ja, okay, Claudio, ich weiß, okay, hiermit, ich bin auch unzufrieden diesmal. Ich finde deins sehr schön. Ich bin unzufrieden. Ja, aber es fehlt halt trotzdem noch was. Ja, aber sonst hätte man... Aber ich glaube auch, also... Das ist, also da ist sehr viel aber ich drauf, hab, ich habe alles geschafft. Das, ja. Ne? Vorhin hieß es, wir sollen alles schaffen, also sonst hätte ich mir auch mehr Mühe gegeben. Claudio? Das kannst du mal hinlegen. Danke. Stimmt, Bianca hat recht, es ist wichtig, dass man alles drauf hat. Aber die Proportionen von Danja gefallen mir sehr gut und sie hat das Magiezeichen so gut hinbekommen, dass es der Punkt weiß. Muss an Danja gehen. Dann gebe ich mir in Zukunft aber auch wieder mehr Mühe, aber irgendwie verstehe ich die Spielregeln nicht. Es tut mir leid. Also entweder sollen wir es richtig zeichnen, dann zeichne die Runde gab's ich es nicht. Richtig oder wir machen es auf, weißt du, wie ich meine? Beides Runde ist gab's richtig. Nicht. Ja, aber ich verstehe was ist denn los? Nicht. Was ist denn los? Weil dann hättest du ja in der ersten Runde auch nicht gewonnen. Doch, es war gut gezeichnet. Wasser wäre nicht schlecht, ne? Aber gut, okay. Einmal reinbeißen! Ah. Hallo, Vorsicht, deine Zähne! Ach, weißt du echt krass so rein? Hast du noch deine Schneidezähne oder sind die jetzt auch schon weg? Okay! Ey, das ist wieder so typisch. Mach dann du. Warum? Dann mach du. Der sortiert doch richtig. Dann mach du, ich muss ja hier die ganze Arbeit wieder machen. So. Was ist denn das weiter hier? Da war doch vorher Runde. Gar nicht drin. Ja, komm, ich lass es diesmal. Ja, ist gut so. Mach das. So, jetzt kommst du auf meine Seite diesmal, ne? Genau. Sind das Herzen? Ja. 3 Minuten ab jetzt. Die Runde vorher hätte ich nur echt sparen können, ne? Diese Nudelsuppe einfach so zu essen. So ohne Wasser. Kann ich jetzt nicht so empfehlen, muss ich sagen. Nicht? Ich muss sagen, die Stifte hast du wirklich gut gekauft. Ne? Ja, ich weiß. Ja, hast du mal was richtig gemacht. Lob aussprechen. Hast fein gemacht, drum bist du auch nicht ausgelacht.
Hast du gut gemacht. Nicht schlecht, alle drei sehen gut aus. Hä, das sieht ja auch voll gut aus bei dir, du gibst dir echt Mühe. Ich finde gar keins von uns dreien schön, muss ich ehrlich gestehen. Du bist nicht schön, das ist das Problem. Dann bist du wieder persönlich! Nein, alles gut. Stimmt, ist ja nur die Wahrheit. Aber ich bin schöner als das Blatt, also von daher geht's. Das ist, finde ich, ist viel zu quadratisch. Raus. Ist das quadratisch? Die Proportion hat ganz klar Bianca am besten getroffen. Ah, ist voll nicht. Guck mal. Ganz, ja. So länglich. Hallo? Guck mal, die Größe passt Hallo? Sogar. Ja, aber wenn Guck mal, die Breite. Danja hat sehr schön und Kran hat ebenfalls sehr, sehr schön das Logo hier. Das hier schön ausgemalt. Finde ich gut. Das hat Bianca zum Beispiel nicht ganz geschafft wegen der Zeit. Bianca hat dafür mehr Herzen gemacht und schönere Herzen. Ich muss leider sagen, der Punkt geht an Karl. Ja! Warum knickst du sein? Guck mal, der ist mal eingeknickt. Er hat echt gut gemacht. Du hast Angst vor Karl. Nee, er hat echt gut gemacht. Also ich hätte den eher dann gegeben. Ich hätte den auch eher gegeben. So, ich mag dich nicht mehr. Wir mögen dich nicht mehr. Sorry. So. Ja, los, hört auf und iss. Ich wollte die essen. Ich wollte gerade sagen. Nee, wer hätte gedacht, dass du zweimal gewinnst bei einer Mahlschule? Hasse Bild. Ich hasse dich. Du magst sie doch, ne? Ich ja, aber gerne. Ich hasse Essgeräusche. Wir möchten auch Finger mal. Weg. Hier, da kann ich immer teilen. Ey. Gestern kam eine vegane Süßigkeitenbox an und ich mache die so auf und denke mir, oh, da hat jemand an mich gedacht. Und wisst ihr, was er sagt? Nee, bitte nicht aufmachen. Lass es mal bitte, das ist für eine Challenge. Okay, komm, letzte Runde. Das Kran hier drauf. Und Bianca. Ja, Double Dip! Jetzt im Freibad muss das sein, immer noch. Ach, das sind solche Dinger, wo du reindippst. Stopp, das kennst du nicht? Ja, das hatten wir doch schon. Oh mein Gott. Mal. Warte, ich zeig kurz, Claudio, ich muss dich kurz zeigen. Bitte den Gesichtsausdruck. Nein, den anderen. Das machst du jetzt nicht einfach. Ich kenn's nicht. Ich hab's noch nie gegessen. Ich kenn's vielleicht. Bianca kriegt den Punkt. Ich mach's nicht. Aber mal dich nicht selber. So. Doch, das bin ich. Voll der Hübsche. So, go. Bin ich voll der Hübsche. Die Stifte sind wirklich gut. Ja. Denkst du, ich sag dir das aus purer Nettigkeit? Komm, die hab ich ausgesucht. Hab ich ja, du hast es so toll gemacht. Und wer hat diesen roten Stift? Das geht ja... Bianca. Warum? Nicht ich. Ey, der ist ja komplett im Eimer schon. Ich mach das nicht. Ich drücke niemals drauf. Guck einfach mal auf die Zeichnung, dann siehst du, wer drückt. Wollte ich auch gerade sagen, ey. Wir müssen mal nach dem Video reden, ne? Mein lieber Herr. Lauf, Claudio, lauf. Oh ja, Bianca, die macht das echt gut. Ich finde die Zeit, die ist mir echt im Nacken hier. Was soll ich denn sagen? Ich brauche normalerweise 80 Stunden. Ey, du nimmst meine Stifte! Habt ihr das gesehen, dass er die ganze Zeit meine mitnutzt? Ich hoffe, dass ich das hier beachte. Was ist mit dir? Kannst du mal aufhören zu schummeln? Was steht da? Switzerstick? Gibt es hier? Ey, warum nimmst du die ganze Zeit meine Stifte? Du machst mich wahnsinnig! Nein! Soll ich gerade ausmalen? Warum sehen eigentlich meine Finger so aus? Kennst du das noch, wo man Tinte früher hatte? Wenn die Tinte ausgelaufen ist? Ja, kenn ich. War das jetzt so witzig? Ja. Ah, stimmt! Und dann hat man immer mit den Tintenschnitter da gesessen und hat es wieder abgemacht. Dann haben die Hände übrigens gestunken. Guck mal, das Problem bei ihr ist wieder, sie hat es wirklich sehr gut gemacht, aber es fehlen die Farben. Ja, sie hat es nicht ausgemalt. Ich wollte es gerade eben ausmalen. Ja, aber ich wollte ja auch gerade eben noch hier die Frau malen. Dann wollte ich gerade eben. Ja, aber dann male ich in Zukunft halt einfach aus. Ich konnte ja auch nicht aufmalen, weil sonst hätte ich den Namen nicht. Ihr habt noch nicht mal den Namen drauf. Ja, aber du hast keine Farbe drauf. Das könnte ja alles sein. Das könnte auch ein Plakat jetzt sein. So, man muss ja erkennen können, um was es geht, wenn man nicht das Produkt oder das Objekt... Du hast jede Runde auch mal. So, Moment. Bei Kahn, man weiß, was ist, ist das eine Ampel? Was? Was ist das? Was ist das? Eine Ampel? Was ist das? Eine Ampel ist so und rot ja, ist oben und da ist kein Grün, also kann es gar keine Ampel sein. Das kannst du hinlegen und eigentlich am besten rausgehen. Das Rennen geht wieder zwischen Daniel und Bianca. Oh, guck ihn nicht so an. Mach's einfach. Ich mach's kurz und schmerzlos, gewonnen hat Bianca. Yeah! Jetzt darfst du das probieren. Ja. Du musst das einmal so oben hier komplett so... Tut mir leid. Ja. Hast du überhaupt eine Runde gewonnen heute? Ja, hab ich. Was hast du? Die Nudeln, ne? Ja, stimmt, die musstest du auch so essen. Und jetzt? Ja. Aber ich muss doch erstmal das Ding rausholen, ne? Oh mein Gott. Extra die nein, nein! Boah, ey, sag mal. Machst du es auf? So, und jetzt kannst du hier... Das ist Kirsche und das ist Orange. Guck mal, hier fällt schon alles raus. Oh, du machst das... Ey, hör doch mal auf! Kannst du von da jetzt machen. Ja, jetzt versuch's. So, das ist jetzt wie bei der Toilette. Ich wollte Orange haben. Ja, kannst du doch! Nee, will da nicht. Ich geh da jetzt nicht auf das Blatt. Irgendwas ist mit dir schief gelaufen. Also einiges, aber das auch. Das ist ja nur Zucker, oder? Aua!
2-2, du 2, ich 2, dann ja einer. Oh! Damit bin ich auf einem. Aber Daniel, ich bin eigentlich auf dem ersten Platz, ne? Mit dir zusammen. Und du bist auf dem zweiten und dritten. Daniel, also du machst den zweiten und dritten Platz sogar. Danja hätte gewonnen, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte. Ja, aber darum geht es doch heute nicht. Ja, du hast gut gemacht. Oh. Danke. Also ich muss sagen, das schönste Bild, was du gemalt hast, war tatsächlich. Die Toilette. Ja. Okay, Leute, das war's. Wer es besser nachmalen kann, darf es essen. Und das haben wir auch gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wer heute wirklich am besten gemalt hat. Also wenn da mein Name nicht zu finden ist, dann bin ich sehr, sehr traurig. Bis zum nächsten Mal.